Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu meinem neuen Video. Diesmal gibt es wieder eine Märchenseife zu dem Märchen Schneeweißchen und Rosenrot. Ein Teil des Slimes tue ich gleich zur Seite, dieser wird später für das Topping verwendet. In die Becher kommen zwei sehr kleine Mengen vom Lime, die ich rot und weiß einfärben werde. Als Technik habe ich mir diesmal wieder den Secret Swirl ausgesucht. Dafür fülle ich die Form etwa halb voll, gieße dann mit den Akzentfarben in die Mitte Streifen und fülle das Ganze dann nochmal mit dem Hauptleim auf. Nun fahre ich ein paar Mal mit dem Bügel durch den Leim, um den Swirl zu erzeugen. Für das Topping benutze ich diesmal wieder eine gebogene Sternentülle. Schneeweißchen und Rosenrot treffen auf ihren Streifzügen im Wald immer wieder auf einen Zwerg, dem sie mehrmals den Bart abschneiden, um ihn zu retten. Der Zwerg versucht immer mehr Gold für sich selber zu sammeln, dafür steht das Goldmika, das ich hier verwendet habe. Diese Rosen habe ich aus einer ca. 1 Woche alten Seife geknetet. Hier zeige ich euch nun, wie ich das gemacht habe. Ich nehme ein erstes Stück und drücke eine Kante möglichst platt. Nun versuche ich, diesen Streifen aufzurollen, um somit das Zentrum der Rose zu bilden. Hat man das geschafft, knetet man ein neues Stück ebenso platt zurecht und klebt es dann an die Stelle, wo man vorher den Übergang gelassen hat. Das gleiche macht man jetzt noch mit zwei neuen Stücken, bis man eine vollständige Rose hat. Thank you.
Zum Abschluss stempel ich die Seife noch mit einem selbstgemachten Stempel in Bärenform. Dieser steht für den Prinzen, der von dem bösen Zwerg in einen Bären verwandelt wurde und im Winter Unterschlupf bei Schneeweißchen, Rosenrot und ihrer Mutter gefunden hat. Um den Stempel noch etwas hervorzuheben, habe ich etwas braunes Mika mit Alkohol gemischt und trage dieses nun mit einem Zahnstocher in die Rillen des Stempels auf. Hier seht ihr nun mein fertiges Endergebnis. Ich hoffe, auch dieses Video hat euch wieder gefallen. Ich freue mich über Kommentare und Anregungen und wir sehen uns beim nächsten Video.